Flux FM in digitaler Gesellschaft. Yes, wir befinden uns in digitaler Gesellschaft und sprechen heute zum wiederholten Male über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich muss immer wieder auf den Zettel gucken, wenn ich über dieses Gesetz spreche. Ich habe Angst, da Silben zu verwechseln. Es geht im Prinzip darum, dass streitbare und strafbare Inhalte vor allen Dingen in sozialen Netzwerken künftig schneller gelöscht werden können. Das will das Netzwerksdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, aus dem Hause von Justizminister Heiko Maas. Man sieht Bußgelder von bis zu 50 Millionen Euro vor. Damit will man die Betreiber von sozialen Plattformen ein bisschen unter Druck setzen, ihre Arbeit schnell und richtig zu machen. Social Media Unternehmen, wenn die nicht rechtzeitig entfernen, dann droht halt dieses Bußgeld. Doch gegen das Vorhaben regt sich Widerstand. Eine riesengroße, breite Allianz aus Wirtschaftsverbänden, Netzvereinen, Rechtsexperten und Bürgerrechtsorganisationen sieht die Meinungsfreiheit in Gefahr und hat in einer Deklaration öffentlich sich gegen das Gesetz ausgesprochen. In der kommenden Woche wird nun der Bundestag in erster Lesung über das Gesetz beraten und im Juni soll es noch endgültig verabschiedet werden. Das soll jetzt alles zack, 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 schnell, schnell, schnell gehen. Was im Gesetz genau drinsteht und warum es so heftig kritisiert wird und wenn ihr in die Kritik mit einstimmt, wie könnt ihr diesen Gesetzesentwurf vielleicht auch öffentlich noch in Frage stellen? Darüber reden wir mit Volker Tripp vom Verein Digitale Gesellschaft. Tachchen nochmal. Hallihallo. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Ich habe einmal nicht auf den Zettel geguckt. Hast du gerade gemerkt, war ganz schon stark, ein S zu viel drin. Aber worum geht es da nochmal genau? Ja, du hast ja schon angedeutet, es geht darum, dass bestimmte strafbare Inhalte schneller aus sozialen Netzwerken entfernt werden sollen. Und dazu gibt das Gesetz eben den Betreibern von sozialen Netzwerken auf, dass offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden und sonstige rechtswidrige Inhalte innerhalb von 7 Tagen entfernt werden müssen. Dummerweise definiert es nicht, wann ein Inhalt offensichtlich rechtswidrig ist. Und was ebenfalls nicht so toll ist, wenn die Betreiber der sozialen Netzwerke dieser Pflicht nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen, dann drohen eben diese Bußgelder bis zu 50 Millionen Euro. Was passiert dadurch oder was? Das ist ja eben jetzt auch der Kern der Kritik. Zum einen geht man jetzt hin und lagert eigentlich die staatliche Aufgabe festzustellen, wann liegt eine Straftat vor oder nicht, von der Justiz, also Staatsanwaltschaften und Gerichten, aus auf Social Media Unternehmen. Ja, und zum anderen durch diese hohe Bußgeldandrohung, was passiert da? Da werden sich natürlich die Unternehmen sagen, damit ich jetzt bloß nicht mit so einem Bußgeld belegt werde, werde ich im Zweifelsfall, also wenn ich nicht ganz genau weiß, ist das jetzt zum Beispiel eine strafbare Beleidigung, was da steht, oder nein, werden sie sich im Zweifel eher für die Löschung entscheiden. Und das heißt also auch, Kommentare, die vielleicht ein bisschen unschön sind, aber eigentlich nicht strafbar, die könnten in Mitleidenschaft gezogen werden und dadurch insgesamt die Meinungsfreiheit auf sozialen Netzwerken in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist eigentlich genau die zentrale Sorge. Also es ist auch eine Mischung aus dieser Auslagerung der Justiz quasi in Richtung Facebook und dann eben diesem hohen Bußgeld, die dazu führt, dass man da wahrscheinlich viel zu schnell sich zu einer Handlung gezwungen fühlt und dass man ja dann auch einen Rechtsgrund Satz umkehrt, denn plötzlich würde es ja heißen, im Zweifel gegen den Angeklagten. Ja, wenn man so möchte, genau. Das ist ein bisschen die Richtung, weil, was muss man nicht auch sehen, was hinzukommt ist, es gibt keinerlei Bußgelder dafür, dass ein soziales Netzwerk eine rechtmäßige Nachricht, ein rechtmäßiges Posting fälschlich löscht. Ja? Und die User haben natürlich auch keinen Anspruch darauf, dass ein rechtmäßiger Kommentar da veröffentlicht wird. Und das heißt, diese Gemengelage führt eben zu so einem Bias, also zu so einer Voreinstellung, die eben immer sagt, im Zweifel gegen die Meinungsfreiheit, im Zweifel für die Löschung. Ja, jetzt ist es aber durchaus ein reelles Problem, dass es im Netz Fake News gibt und Hate Speech und wirklich auch strafbare Inhalte, die unter Umständen auch nicht Teil einer freien Meinungsäußerung sind und die vielleicht auch nicht Teil einer öffentlichen Diskussion sein können. Jetzt hat Heiko Maas aus eurer Sicht mit diesem Gesetzesentwurf da quasi in die falsche Richtung geschossen. Trotzdem wird es ja auch auf der Republika zum Beispiel gerade diskutiert. Trotzdem ist es ein Problemfeld, das beackert werden muss. Ihr seid, glaube ich, dafür, dass man sich erstmal wissenschaftlich und ein bisschen genauer mit dem Thema auseinandersetzt, um rauszufinden, wo die Ursachen zum Beispiel liegen für sowas wie Hate Speech im Netz. Ja, ganz genau so ist es. Also zunächst mal muss man ja sagen, diese Begrifflichkeiten Fake News und Hate Speech, das sind eben Begrifflichkeiten, die sind so irgendwo aus dem amerikanischen Wahlkampf hier so ein bisschen rübergeschwappt, mittlerweile inhaltlich eigentlich schon komplett entwertet. Wer redet jetzt noch von Fake News? Hauptsächlich Donald Trump und Kellyanne Conway und solche Leute. CNN sind ja Fake News. Genau. Ja. So, aber
also mittlerweile ist der Begriff im Grunde entleert und damit auch politisch entwertet. Mhm. Und in dieser gesamten Hysterie, die jetzt herrscht, und es mag ja auch sein, dass es irgendwie gerade gegenüber Politikern, ja, auf sozialen Netzwerken mehr Anfeindungen gibt. Das mag sein. Aber interessant zu wissen wäre doch, wo kommt das eigentlich her? Was sind das für Leute? Wie viele Leute sind das eigentlich? Also sind das vielleicht nur ganz wenige, die aber auf sozialen Netzwerken einfach eine sehr große Reichweite entfalten? Das kennen wir ja von Twitter und so weiter. Also das ist ein ganz typischer Netzwerkeffekt. Was für psychische, für soziale, für politische Ursachen stehen dahinter? Und wenn man das einmal sauber untersucht hat, quantitativ wie qualitativ, dann kann man sich daran machen, gezielt Antworten zu finden. Und das wäre eben eine Vorgehensweise, die wir vorschlagen würden von der digitalen Gesellschaft, aber eben auch die Allianz für die Meinungsfreiheit, die wir mitinitiiert haben, eben ganz stark nach vorne stellt und eben sagt, Hass im Netz ist nicht irgendwie ein technisches Problem oder so, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Also brauchen wir auch einen gesamtgesellschaftlichen Lösungsansatz. Ja, dafür. Und wenn du sagst, man müsste das Ganze erstmal wissenschaftlich einordnen, leuchtet mir das ein, weil man ja ansonsten die Freiheit aller einschränken würde, nur weil eine Gruppe von wenigen quasi im Netz strafbare Inhalte verteilt. Denn es kann ja durchaus sein, dass der Anteil der Leute, die sich quasi derart im Netz äußern, dass der Anteil dieser Leute in der Gesellschaft viel kleiner ist, als es den Anschein macht. Genau das meine ich ja. Deswegen, es wäre eben auch vollkommen falsch, in einer solchen Situation zur Verteidigung der Meinungsfreiheit Regeln einzuführen, die sich eben genau gegenteilig eigentlich auswirken würden. Ja. Also das ist eigentlich die größte Gefahr, dass dieses Gesetz im Ergebnis kontraproduktiv wird. Gibt's denn jetzt, du warst ja auch schon ein bisschen auf der Republika die letzten Tage, gibt's da noch Ideen, Vorstöße oder Vorschläge, das Thema betreffend, von denen man sagt, das ist auch aus unserer Sicht ein richtiger Ansatz, das müsste mal Heiko Maas mal vorschlagen. Na, also ich weiß nicht, ob es Vorschläge sind, die ihm noch nicht gemacht worden sind, aber was sicherlich ein ganz vernünftiger Vorschlag ist, ist eben Medienkompetenz zu fördern, Zivilcourage zu fördern im Netz und eben auch die Diskursfähigkeit zu fördern, indem man zum Beispiel Gegenredeinitiativen fördert. Mhm. Ja, Leute sollen eben, wenn da es passiert, dass im Netz Menschen angefeindet, bedroht werden, in irgendeiner Weise strafbar angegangen werden, dann muss es eben auch andere geben, die sagen, stopp, das wollen wir so nicht, was machst du da? Und sich einfach mal in eine Diskussion mit solchen Menschen begeben, die sowas machen und dann einfach mal schauen, was passiert. Mhm. Nach Möglichkeit sollten sie da selber nicht übers Ziel hinausschießen, nicht beleidigend werden, sondern ruhig und sachlich bleiben. Und es, also davon wurde jetzt auch häufiger mal berichtet auf der Republika, wenn man das nämlich macht, dann bröckelt auf einmal dieser Hass und zerstäubt so quasi und dann ist da eigentlich gar nicht mehr viel hinter und dann sind es oft Menschen, die sich wünschen, mal gehört und verstanden zu werden. Ja? Ich glaube, also ich habe für mich selber ein bisschen das Gefühl, also auch mein Verhalten im Netz hat sich derart entwickelt, dass man eine ganze Zeit lang sich rausgehalten hat aus den ganzen Diskussionen, weil man keinen Bock hatte auf Trolle und keinen Bock irgendwie seinen Nachmittag zu verbringen mit irgendeinem rechten Idioten, der einem sowieso nicht zuhört und so. Ich habe aber mittlerweile das Gefühl, dass mehr und mehr Leute sagen, ach, so 10, 15 Minuten am Tag kann ich mich schon einsetzen für meine Ideen einer Demokratie und mich mal vielleicht mit so Leuten auseinandersetzen. Denn wenn man zum Beispiel so Kommentare unter einem Spiegel Online-Artikel sich durchgelesen hat vor 3 Jahren, habe ich das Gefühl, dass da mehr rechte und hart rechte Inhalte in den Kommentaren zu lesen waren, als es heutzutage ist. Heutzutage scheint sich das wieder ein bisschen mehr die Waage zu halten. Oder es gibt sogar mehr Leute, die sagen, pass mal auf, deine rückwärtsgewandten Theorien zu dem Thema sind einfach zu altbacken, um uns voranzubringen. Denk doch mal über was Neues nach. Genau. Und ich glaube auch, also, dass man kann durchaus beobachten, dass auch Teile der rechten Szene eben Kommentarspalten so als Propagandainstrument entdeckt haben. Das ist allerdings jetzt auch kein ganz neues Phänomen. Das ist bestimmt schon seit 7, 8, 9 Jahren so. Klar, aber eben, ich denke auch, sagen wir mal, ich empfinde das subjektiv auch so, ne? Nicht sagen, es ist empirisch untersucht, aber subjektiv empfinde ich das auch so. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass so im Zuge dessen, was man so die Flüchtlingskrise genannt hat, eben auch so xenophobe Tendenzen und so weiter, sagen wir mal, rechtes Gedankengut ein bisschen mehr in Kommentarspalten vertreten war und dass es mittlerweile eher wieder ein bisschen zurückgeht. Das sehe ich eigentlich auch so. Jetzt hast du gerade schon gesagt, es gibt eine Allianz für die Meinungsfreiheit, die ihr mit gegründet habt. Wer macht da alles mit und was wollt ihr erreichen? Wollt ihr die Leute, die jetzt vielleicht auch vom Radio zuhören, dazu kriegen, sich eben auch gegen dieses Gesetz auszusprechen? Was ist der Plan? Was ist bis jetzt passiert? Wer ist alles dabei? Ja, eine ganze Menge ist bisher passiert. Wir haben uns halt gesagt, naja, wenn also die Politik so vielen verschiedenen Einzelstimmen offenbar nicht zuhören will, ist es vielleicht mal ganz sinnvoll, diese Kritik zu bündeln und haben dann eine Allianz angestoßen aus Wirtschaftsverbänden, also zum Beispiel dem Bitkom und BVDW, dann aber eben auch solche Organisationen wie wir, Digitale Gesellschaft oder der Chaos Computer Club sind zum Beispiel dabei, Reporter ohne Grenzen sind zum Beispiel dabei, der Deutsche Anwaltsverein, Deutscher Journalistenverband, dann ein ganzer Haufen Rechtsexperten,
und. Rechtsextreme habe ich mal gedacht. Nein. Juristen. Auch ganz geil. Diesmal müssen wir uns zusammentun mit der digitalen Gesellschaft. Die ganz genau nicht. Aber wer zum Beispiel dabei ist, und das finde ich auch sehr bezeichnend, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Das ist super. Ja, genau eine von den Organisationen, in Anführungsstrichen, für die dieses Gesetz gemacht wurde. Ja. Die waren ja auch Teil der Taskforce. Und sogar die sagen, dieses Gesetz ist nicht sinnvoll, es erreicht nicht sein Ziel und es wird im Ergebnis eher kontraproduktiv sein. Und die Frage ist ja eben auch, was passiert, wenn man gewisse Diskussionen im Keim erstickt? Ist das dann im Ergebnis so, dass die Themen nicht mehr diskutiert werden und das fällt quasi unter den Teppich? Oder radikalisiert sich dann eine Rechte vielleicht noch mehr, wenn sie überhaupt keine Möglichkeit mehr hat, einen Output zu haben zum Beispiel? Genau. Das Schöne war, dass also es nicht mal 24 Stunden gedauert hat, nachdem wir mit dieser Allianz eine Deklaration für die Meinungsfreiheit veröffentlicht haben, eben unsere zusammengefasste Kritik. Es hat nicht mal 24 Stunden gedauert, bis wir vom Justizministerium eingeladen worden sind zu einem Gespräch über dieses Gesetz, was auch in der Zwischenzeit schon stattgefunden hat. Dabei haben wir vor allen Dingen festgestellt, dass wir offenbar unterschiedliche Sichtweisen haben. Im Justizministerium ist man nach wie vor überzeugt davon. Kein Wunder, das kommt ja auch aus diesem Haus. Und verweist jetzt immer so ein bisschen auf den nächsten Halt in der gesamten Entwicklung, nämlich eben auf den Bundestag. Ja. Das wird das nächste jetzt sein. Du hattest ja schon gesagt, am 19. Mai wird die erste Lesung im Bundestag stattfinden. Und auch im Justizministerium geht man davon aus, dass es wahrscheinlich noch einige kleine, marginale Änderungen an dem Gesetz geben wird im parlamentarischen Prozess. Aber die Grundkonzeption, soziale Netzwerke sollen jetzt entscheiden, was strafbar ist oder nicht, das möchte man offenbar beibehalten. Ja, aber es ist schon erstaunlich, dass man ausgerechnet im Justizministerium darauf kommt, Vorgänge der Justiz auszulagern in so ein Facebook-Büro irgendwo. Wo sind die? In München oder was? In Irland. Aber jedenfalls, also sagen wir mal so, das ist in der Tat, das ist eigentlich das, was wohl dahinter steht. Denn die Staatsanwaltschaften kommen eben oft mit der Verfolgung von Straftaten in den sozialen Netzwerken nicht hinterher oder stellen die Verfolgung einfach ein, mangels öffentlichen Strafverfolgungsinteresses. Ja. So, und das jetzt sagen die sich, aber die Politiker vor allen Dingen sehen auf ihren Facebook-Seiten eben viel Hass, der dagegen sie gepostet wird und denken sich, da müssen wir doch jetzt mal was machen. Mhm. Ja? Und dann meinen sie eben, aha, wenn unsere Justiz das nicht machen kann, dann müssen wir jetzt eben die sozialen Netzwerke offenbar stärker heranziehen. Und wie gesagt, das ist eine Entwicklung in Richtung auf eine privatisierte Rechtsdurchsetzung, die wirklich sehr, sehr gefährlich ist, weil am Ende lagern wir immer mehr Aufgaben, die eigentlich im Kern rechtsstaatliche Aufgaben sind, auf Privatunternehmen aus. Und das ist keine gesunde Entwicklung, denn Privatunternehmen sind nicht im gleichen Maße wie der Staat an Grundrechte gebunden. Richtig. Und nicht im gleichen Maße wie der Staat eben an die rechtsstaatlichen Prinzipien des Grundgesetzes gebunden. Und das ist eben genau die ganz große Gefahr, die da drin liegt, dass wir wesentliche Aufgaben, die für unsere Demokratie auch zentral sind, eigentlich auslagern in die Privatwirtschaft. Die gute alte Frage, wer bewacht den Wächter, kann auch hier gestellt werden. Denn im Facebook-Büro wird eben keiner aus irgendeiner Regierung sitzen und sagen, hier, wir gucken jetzt mal drauf, was ihr jetzt löscht oder nicht. Und unter dem Druck, in der Drucksituation, dass 50 Millionen Euro Strafe drohen, das ist ja sogar für Facebook eine veritable Hausnummer sozusagen. Ja, in der Tat. Unter dem Druck, hatten wir ja vorhin schon ganz zu Anfang des Gesprächs, wird dann unter Umständen was gelöscht, was überhaupt nicht löschenswert wäre. Genau, und deswegen ist es nämlich auch unbedingt wichtig, meine ich, dass jetzt, wenn es denn das ganze Ding in den Bundestag geht, eben die Bevölkerung auch mal deutlich macht, was sie von so einer Idee der Auslagerung von rechtsstaatlichen Aufgaben hält. Deswegen ist das Neueste, was wir jetzt gemacht haben von der DigiGas, gestern haben wir es gelauncht auf der Republika, eine Mailing-Aktion, Mailen für die Meinungsfreiheit sozusagen. Ja. Man findet bei uns auf der Seite so einen vorbereiteten Text, den kann man nehmen, dann gibt auch noch einen Hinweis darauf, wo man die entsprechenden Adressen findet und kann dann diesen Text per Mail oder sogar noch schöner per Briefpost eben mal schicken an die Mitglieder des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz. Da wird nämlich das NetzDG jetzt demnächst aufschlagen. Ja. Und auch ganz wichtig an die Spitzen der Fraktionen im Bundestag, weil also gerade die Spitzen der Fraktionen von CDU, CSU und SPD treiben dieses Gesetz also auch sehr stark voran und möchten dieses Gesetz sehr gerne sehen. Deswegen wäre es eben wichtig, vor allen Dingen die Mitglieder des Rechtsausschusses und die Fraktionsspitzen zu bearbeiten. Und wie gesagt, bei uns auf der Seite findet man eine entsprechende Anleitung, wie man das ganz gut machen kann. Also ab nach digitalegesellschaft.de. Wenn das Fensterchen aufploppt, ist man auf der richtigen Seite im doppelten Wortsinne. So sage ich jetzt einfach mal. Volker Tripp von der Digitalen Gesellschaft war bei uns und hat uns ein bisschen erklärt, warum das Netzwerkdurchsetzungsgesetz über das Ziel hinausschießt. Das ja da heißt, man muss Hate Speech und Fake News, auch wenn das mittlerweile entleerte Begriffe sind, verwende ich sie so nochmal. Man muss diese Phänomene eindämmen. So funktioniert es nicht. Die Auslagerung von der Justiz in Richtung Social Media kann nicht die Antwort sein auf eine gesellschaftlich dann doch drängende Frage. Die digitale Gesellschaft fordert die Leute dazu auf, sich gegen diese Gesetzesentwürfe zu positionieren und zum Thema vielleicht auch erstmal noch wissenschaftlich zu recherchieren und das Ganze zu untersuchen, damit man weiß, wie man gegen solche Phänomene vorgehen kann.
muss man vielleicht auch vorher wissen, welche Gründe es für diese Phänomene gibt in der gesamten Gesellschaft. Die Demokratie werden wir mit Schnellschüssen nicht retten, glaube ich. Vielen Dank bis hierhin erstmal Volker Tripp. Ihr geht auf digitalegesellschaft.de und informiert euch zum Thema weiter oder ihr geht einfach auf die Republika. Da ist dieser ganze Themenkomplex ja ohnehin allgegenwärtig in der diesjährigen Ausgabe. Love out loud. Ne? Mach's gut, Volker. Vielen Dank. Danke. Flux FM in digitaler Gesellschaft.